Herzlich willkommen auf dem PLW Review Kanal. Heute haben Tristan und ich ein Paket auszupacken. Und zwar ist das vom guten August Kopf Verlag. Kopf, ganz wichtig. Nicht verwechseln mit dem anderen Verlag, der ähnlich klingt. Und zwar ist dieser auch bekannt unter der Website germanworldwar2.com und er hat sozusagen sich darauf spezialisiert, ähnlich wie Warcopy, so Kleinkram, Verpackungszeug herzustellen. Und mittlerweile ist er aber auch dazu übergegangen, Ledersachen herzustellen, Metall, Helmzeug, Repos im Generellen. Und da hat er uns jetzt mal, sage ich mal, zu Weihnachten ein kleines Überraschungspaket zukommen lassen. Und, das kannst du dir jetzt mal angucken, was da so drin ist. Dann schauen wir uns mal an. Es ist auf jeden Fall schon ordentlich, sag ich mal, durch die Gegend geschmettert worden, wie es aussieht. Es geht auch liebevoll. Sag mal, Tristan, wie kann man uns eigentlich Sachen schicken? Wie kann man uns Sachen schicken, Adam? Das ist jetzt neuerdings sehr einfach. Und zwar haben wir ein Postfach eingerichtet. Das ist jetzt hier eingeblendet und nochmal in der Videobeschreibung. Da könnt ihr einfach, wenn ihr per DHL verschickt, sofort einfach die Nummer draufschreiben, die Paketstationnummer, und dann kommt das sofort bei uns an. Genau, ist auf jeden Fall einfacher geregelt, als wenn wir jedes Mal private Adressen von uns angeben. Wir fangen an. Der erste Gegenstand. Was ist es? Ich weiß es schon. Das sieht mir aus wie eine Rauchgranate. Was steht NB? Nebelgranate. Nee. Nebelgranate mit Granate. Und der funktioniert jetzt folgendermaßen. Ziehe ich das hier ab? Du kannst ja probieren. Aber auch aus Metall? Auch sehr schwer, aber leer. Also ja. Ich weiß nicht, wie man so was dann abzieht oder zündet. Das könnte auch zum Werfen sein. Könnte auch sein. Interessant. Selber gebaut. Vielleicht könnt ihr in die Kommentare schreiben, wie man das verwendet im Idealfall. Was ist da noch drin? Dann haben wir hier dieses, ja, typische, was ist das? Das sind doch diese Tabletten. Diese Entgiftungsmittel. Ja. Hautentgiftung, irgendwie sowas. Losantin. Losantin, genau. Da ist auch was drin. Dreck meine Nase nehmen. Ist auch noch versiegelt. ASMR. Für deinen geistreichen Beitrag, Adam. Nur aus äußerlich anzuwenden, darf in Augen und Mund nicht gebracht werden. Tablette möglichst fein zerdrücken, mit Wasser oder Speichel zu einem Brei verreiben und auf die lost vergiftete Stelle auftragen. Nach etwa 10 Minuten Brei abspülen oder feucht abwischen. Was sind wir hier? Ach, Visitenkarten. Da steht im Prinzip nur drauf, dass es halt nicht funktionsfähige Attrappen sind. Sehr gut, falls der Zoll das auch macht. Ja. www.german-ww2.com. Dann geht's weiter. Sprengbüchse. Aha. Das ist dann also eine Sprengbüchse. Eine Sprengbüchse? Kann man sich das vorstellen? Naja, ich denke mal einfach ein Blechbehälter, der Sprengmittel enthält. Da können doch bestimmt die Pioniere was dazu sagen, oder? Ja, denke ich mir auch. Das wird dann bestimmt zusammenbaubar sein mit Zündern und mehr Ladungen für Hindernisse, gepanzerte Fahrzeuge und was auch immer man alles so mit Sprengmitteln macht. Steht da noch irgendwas drauf? Sprengbüchse 24. Aber scheint eher so Spezial-Equipment zu sein. Also bis jetzt auf jeden Fall. Dann haben wir hier nämlich noch 15 Stück ZZ42 Zünder. Zugzünder vielleicht? Gehört vielleicht sogar zusammen. Dann nochmal das gleiche, aber hier offen. Beziehungsweise, ja, aber leer. Steht das gleiche drauf, aber ohne Bild. Ja. Hier ist noch was. Schnurende vorziehen und mit Schnur aufreißen. Die war wahrscheinlich mal hier dran. Sieht so ein bisschen aus. Ach, hier steht sowas. 15 Sprengkapseln. Ach, dann sind das wahrscheinlich für die Minen. Diese. Ja, stimmt. Diese Schraubkapseln. Keine Sprengkapseln. Oder? Ich weiß es nicht.
Doch, doch, doch. Oh, heiß. Boah. Also ich weiß jetzt nicht, wie das im Originalen war. Hier ist auf jeden Fall eine, ja, ein Holzkistchen noch drin, wo man hier eine kleine Klappe rausnehmen kann. Und dann hat man hier. Also es sind halt Alu-Stifte, aber sehen halt aus wie Zünder. Es sind keine echten Sprengkapseln, ihr könnt das Telefon wieder weglegen. Vielleicht ist ja doch eine. Legt mal bitte alle auf den Boden und rüttelt einander drauf, Adam. Alles klar, mach ich. Aber dann nimmst du das hier bitte in Auge und Mund. Auf jeden Fall Spezialequipment. Wenn ihr also eine Pionierdarstellung habt und da, also die Sprengkapseln sind ja mal mega cool. Das ist echt heiß. Könnt ihr mal vorbeischauen bei dem netten August Kopf, German World War II. Wir werden schauen, dass wir den mal irgendwo einbauen. Das sieht auf jeden Fall original aus, weil die ist ja auch schon so abgegriffen, abgefallen. Ja, genau. Mit 42 gestempelt und das sind ja, das ist ja Mannausstattung hier. Gab's halt auch millionenfach. Sehr gut. Ja. Wenn da nicht noch mehr drin war, was irgendwie verloren gegangen ist, weil das Paket ist halt aufgerissen gewesen. Auf dem Weg von Bratislava hierher. Nee. Das ist leer. Gut. Dann vielen Dank für die coolen Zusendungen. Und wie gesagt, wenn ihr uns was schicken wollt, in der Videobeschreibung steht die Adresse. Und dann hoffe ich, ihr könnt uns helfen, wobei sich das hier bei diesen Dingern handelt. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.